Deutschlandfunk Kultur Länderreport. Wie wohnen wir in den nächsten Dekaden und können wir uns das überhaupt leisten? Diese Fragen sind zentral, vor allem natürlich für diejenigen von uns, die in Großstädten leben. Schon seit Jahren können es ja viele Menschen, ob in Frankfurt, in München oder auch in Berlin natürlich kaum mehr leisten, angemessen zu wohnen, komfortabel zu wohnen, genug Platz zu haben. Und das ist kurios. Trotz des enormen Wohnungsmangels stehen zum Beispiel in Berlin immer wieder große bewohnbare Häuser einfach leer und verfallen. Zum Teil seit Jahrzehnten. Laut Berliner Senat gibt es in Berlin allein 30 dieser sogenannten Problemimmobilien. Aber wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Und als ein Mittel, um solche Geisterhäuser wieder zu beleben, gilt jetzt der Einsatz von Treuhändern. Doch das ist ziemlich kompliziert. Wolfsjörn Treusch hat sich damit mal auseinandergesetzt. Berlin, Ortsteil Friedenau. Ruhige, bürgerliche Wohngegend. Vor der Fassade eines heruntergekommenen, aber dennoch altehrwürdigen Gebäudes aus der Gründerzeit packen vier Bauarbeiter ein Gerüst zusammen. Wurde nicht bezahlt. Seit Oktober letzten Jahres. Die Eigentümerin hat uns noch Druck gemacht damals. Überall fehlten Wohnungen, murmelt der Mann noch. Aber so ein Block würde einfach leer stehen. Dann sagt er nichts mehr, schüttelt nur noch den Kopf. Ingrid Schipper schaut interessiert zu. Sie wohnt um die Ecke und hat vor vielen Jahren die Nachbarschaftsinitiative Friedenau mitbegründet. Ein Verein, der darauf aufmerksam macht, dass die Eigentümerin das Haus verfallen lässt. Der Kern ist völlig okay. Die Infrastruktur fehlt völlig. Die hat man irgendwann die Heizung abgeflext. Und Strom und Wasser ist schwierig. Aber die Mauern stehen, das Dach ist auch einigermaßen in Ordnung. An einer Stelle ist mal was durchgekommen. Es ist schon ein Haus fast jetzt. Nicht nur, weil es äußerlich so attraktiv ist, sondern auch innen drin noch völlig in Ordnung. Es ist wirklich lohnenswert, das instand zu setzen. Der Gründerzeitbau ist eine der prominentesten Problemimmobilien in Berlin. Laut Senatsangaben gibt es 30 solcher Geisterhäuser in der Hauptstadt. Mieterinitiativen sprechen von bis zu 100. Seit bald 20 Jahren ist der Friedenauer Altbau ungenutzt. Der zuständige Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat die Eigentümerin mehrfach aufgefordert, die 16 Wohnungen im Haus wieder bewohnbar zu machen, hat Zwangsgelder erlassen. Hin und wieder tut die Eigentümerin so, als ob sie etwas unternehmen würde, lässt beispielsweise ein Baugerüst aufstellen. Doch wirklich saniert hat sie bis heute nichts. Vor Jahren schon sprach Ingrid Schipper sie an, wollte wissen, warum sie nichts unternehme. Sie hat dann gesagt, naja, ich wüsste schon, da gibt es viele Interessenten, aber da müssten wir uns was anderes suchen. Ihre Familie wollte dieses Haus zu anderen Zwecken benutzen. Und welche Zwecke nun? Ja, Wohnzwecke, ist doch ein Wohnhaus. Also sie tat so, als ob sie eine Familie hätte, mit der sie was plante. Und dann hat sie mich so abblitzen lassen, hat gesagt, ja, sie wüsste schon, sie könnte morgen zum Notar gehen und würde 3,8 Millionen für das Haus kriegen. Es gibt also ständig natürlich Leute, die auf sie zutreten. Also es ist total im Blickpunkt von Investoren und Projektentwicklern. Das Land Berlin will Häuser wie diese endlich sanieren lassen. Schon lange angekündigt, will der Senat noch in diesem Jahr drei Pilotprojekte starten, mit deren Hilfe verwahrloste und jahrelang leerstehende Gebäude wieder bewohnbar gemacht werden sollen. Ein Treuhändermodell soll dabei helfen. Den rechtlichen Rahmen dafür liefert das Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Seit 2018 ist darin geregelt, dass ein Treuhänder anstelle des Eigentümers der Eigentümerin das Grundstück verwaltet, Handwerker beauftragt und alles organisiert, bis die Wohnungen wieder vermietet werden können. Trotz der Gesetzeslage bleibt der Einsatz eines Treuhänders heikel, erklärt der zuständige Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Stefan Machulik. Das ist eine Enteignung auf Zeit, aber es ist eins der höchsten Eingriffe, die man als Staat in das Eigentum eines Privaten halt eben vornimmt. Und dementsprechend ist es schon ganz klar, dass man sehr gut abwägen muss, mit welchen Mitteln man dort vorgeht. Der verwahrloste Gründerzeitbau in Berlin-Friedenau ist eines der drei Modellprojekte. Eva Majewski ist die zuständige Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung in Tempelhof-Schöneberg. Sie ist froh, dass ihr die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung dabei hilft, den Vertragstext zwischen Bezirk und Treuhänder, im Gespräch ist eine landeseigene Wohnungsgesellschaft, zu erarbeiten. Wir haben natürlich ein ganzes Team, während ich einen Baujuristen habe, der derzeit im Moment auch noch Leiter der Bau- und Wohnungsaufsicht ist, also alles in Personalunion.
Und von daher schaffen wir das jetzt nicht, solche Verträge aufzusetzen, die es noch nie gegeben hat. Also wir haben hier wirklich keine Blaupause, die wir übernehmen können, sondern das muss entwickelt werden. Und das ist letzten Endes, was Zeit dauert. Und deswegen ist es eben so gut, dass die Senatsverwaltung gesagt hat, sie würden so einen Vertrag erstellen, so eine Blaupause eben entwickeln, damit wir uns derer bedienen können. Wann kann es losgehen? Sobald wir den Entwurf von Senstadt haben, damit wir diesen Vertrag letzten Endes aufsetzen und schließen können. Nein, wir nicht, weil wir machen sowas nicht. Staatssekretär Machulik von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zeigt sich höchst irritiert über die Erwartungshaltung der Bezirksstadträtin. Tempelhof Schöneberg hat sich einen eigenen Weg vorgenommen und das ging es eigentlich, dass man über die Wohnaufsichtsgesetzgebung eine Treuhänderschaft sich überlegt hat für die Instandhaltung oder Instandsetzung. Der Schritt ist noch gar nicht mal beschritten. Da braucht man auch keine Blaupause seitens der Senatsverwaltung, weil dieses Gesetz ist schon sehr lange in Kraft. Es ist immer noch die originäre Aufgabe der Bezirke. Es wäre komisch, wenn die Senatsverwaltung Blaupausen rausgibt in der Zuständigkeit der Bezirke. Was klingt wie Behörden-Ping-Pong in Reinkultur, unterstreicht, wie komplex und kompliziert der juristisch korrekte Umgang mit Problemimmobilien ist. Im Nachgang zum Interview mit dem Staatssekretär teilt die Senatsverwaltung mit, Zitat, der Ball liegt in der Tat bei uns, wir arbeiten gerade an dem Entwurf. Ein festes Datum, wann der Vertrag zwischen Bezirk und möglichem Treuhänder vorliege, könne man nicht nennen. Ingrid Schipper kennt Vorgänge wie diesen. Seit Jahren bemüht sich die Nachbarschaftsinitiative Friedenau darum, dass der Bezirk den Gründerzeitbau endlich wieder dem Wohnungsmarkt zuführen möge. Der Bezirk hat immer versprochen, verzögert, wieder versprochen, aufgeschoben, Entschuldigungen gehabt. Es gab immer rechtliche Argumente dagegen. Es hatte ja noch niemand gemacht. Es gab finanzielle Argumente dagegen. Und natürlich, das ist das Argument, was immer wieder kommt, das Totschlagargument, das Personal. Wir haben kein Personal, damit man sich um dies hier kümmern kann. Viel Entschuldigungsrhetorik, sagt sie, auf deren Höhepunkt der Bürgermeister des Bezirks auf einer Einwohnerversammlung das Geisterhaus gegen ein Neubauprojekt gesetzt und gefragt habe. Wollen Sie denn wirklich, dass ich meine Leute für dieses Haus einsetze und nicht für die Friedenauer Höhe mit den 1000 Wohnungen? 16 gegen 1000 Wohnungen, das wollte er so ausspielen, ne? Wir müssen da vorankommen und das betrifft ja nicht nur dieses Gebäude, betrifft ja auch viele andere, auch einige hier bei uns in Steglitz-Zehlendorf. Ergänzt Tim Richter, Stadtrat für Bürgerdienste und Soziales im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Eine seiner Problemimmobilien gehört zu den drei Modellprojekten des Senats. Ein Altbau in Lichterfelde, seit mehr als 20 Jahren leer, 11 Wohnungen, 3 Ladenlokale. Der Bürgersteig davor gesichert, weil Dachziegel und Fassadenteile herunterfallen könnten. Um dieses Gebäude endlich sanieren zu lassen, geht der Stadtrat in Abstimmung mit der Senatsverwaltung einen anderen Weg. Wir kennen den Eigentümer und haben an die Adresse des Eigentümers jetzt einen Bescheid zugestellt, wo wir eine sogenannte Ersatzvornahme androhen. Die Frist ist gesetzt bis zum 30. April. Stolz präsentiert Tim Richter auf seinem Smartphone ein Foto der Übergabe des Bescheids. Bei der Ersatzvornahme, erklärt er, handle es sich um eine baurechtliche Mängelbehebung, die durch Dritte erfolge, beispielsweise ein Handwerksbetrieb im Auftrag des Bezirks. Ein Treuhänder werde dabei nicht eingeschaltet. Bei der Ersatzvornahme ist es so, dass wir im gestuften Verfahren vorgehen. Wir übernehmen nicht den Besitz des Eigentums, sondern wir geben dem Eigentümer immer wieder die Möglichkeit, mit seinem Eigentum das zu tun, was die öffentliche Hand und was damit die Öffentlichkeit von ihm erwartet. Das ist das mildere Mittel. Und für uns sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, das ist zielführender. Wir wissen aber nicht, ob wir ankommen, weil, wie gesagt, die Rechtsunsicherheit wird jedem Schritt größer. Aber das ist auch beim Treuhändermodell genau dasselbe. Die Behörden betreten viel juristisches Neuland. Grundlegende Fragen des Eigentumsrechts, so der Stadtrat, seien im Zweckentfremdungsverbotsgesetz des Landes Berlin bis heute unbeantwortet. Wer darf wann unter welchen Bedingungen auf das Grundstück? Was ist Hausfriedensbruch, was ist kein Hausfriedensbruch? Darf der Treuhänder ins Gebäude oder nur von außen aufs Gebäude gucken? Was ist, wenn der Eigentümer sagt, er darf zwar ins Gebäude rein, aber er darf keine Umbauten vornehmen? Dann kann er ja auch nicht mehr sanieren. Wenn aber der Eigentümer keine Sanierung macht, der Treuhänder eine machen möchte, aber der Eigentümer widerspricht dieser Sanierungsmaßnahme des Treuhänders, wie geht es dann weiter? Also da gibt es eine ganze Menge an Rechtsfolgen zu klären, die im Gesetz nicht geklärt sind. Tim Richter jedenfalls ist festen Willens, im Mai, wenn die Frist abgelaufen ist,
einen Gutachter in das genannte Geisterhaus in seinem Bezirk Steglitz-Zehlendorf zu schicken. Staatssekretär Stefan Machulik von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sichert ihm dafür finanziellen, vor allem juristischen Beistand zu. Auch da haben wir nochmal ganz klar signalisiert, dass wir die erstinstanzliche Vertretung übernehmen werden und dann auch für den Bezirk da keine Probleme entstehen werden. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass dann halt eben dieser Prozess jetzt gestartet wird. Der Kampf der Berliner Bezirke gegen illegalen Leerstand und Verfall bleibt mühsam. Eine baldige Wiederbelebung der Problemimmobilien ist nicht in Sicht. Solange wird die tierische Bewohnerschaft an ihnen Freude haben. Wie Ingrid Schipper bei heimlichen Besuchen im Geisterhaus in Berlin-Friedenau feststellen konnte. Merkwürdigerweise gibt es innen keine Tauben. Wir haben zumindest nie Taubendreck entdecken können. Eher so kleine Marder-Hinterlassenschaften. Und ein Fuchs wohnt oben im dritten Stock.